Servus liebe Freunde der Landwirtschaft, der Landtechnik und Schlepper-Videos. Heute baue ich mal die Motorhaube vom Kramer runter und fange hier mal an. Es ist jetzt früh um 10:45. Ich habe um 11:30. Nein, ich muss um 11:30 weiter auf die Arbeit. Und so lange kann ich ja ein bisschen was machen. Habe mir gedacht, ich baue heute mal die Batterie aus und die Motorhaube runter. Dann komme ich schon mal deutlich besser ran. Und dann schauen wir doch einmal, dass da was vorangeht am Kramer. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, ich hoffe, jetzt erkennt man was auf dem Videobild. Ich nehme mal aus dem Bordwerkzeug meine 13er Schlüssel raus, dass ich die Batterie abklemmen kann. Und nachdem ich keinen Haubenhalter habe, nutze ich immer das Rohr, mit dem ich auch das Tor vorne immer abstütze. Wie gesagt, das ist ja alles, das hat sich ja alles gesenkt, deswegen hält das immer von alleine. Aber die Garage wird ja neu gebaut. Und ja, dann kommt natürlich ein gescheites Tor noch, das auch von alleine wieder offen bleibt. Das Ding so riecht. Normal sollte sie sich abheben lassen. Und da haben wir sie doch schon. Die lagern wir dann in der Maschinenhalle da mal inzwischen. So, und weiter geht's. Ich habe mal eine Ladung Werkzeug geholt. Ich schraube zuerst einmal die Glühkerzen da raus, oder beziehungsweise halt die ganze Stromversorgung davor ab, dass ich einfach den Platz hierher kriege. So, und die eine Krümmerschraube habe ich schon gelöst. Für das, dass die noch nie offen waren. Oder zumindest die letzten 20 Jahre nicht offen waren, muss ich echt sagen. Die gehen erstaunlich weich. Man braucht fast keine Kraft dafür. Bin ich auch ganz beruhigt drum, es hätte ja auch nicht schlafen können. Es könnte ja so sein, dass ich jetzt hier mit Rostlöser stängelt und wahrscheinlich den halben Schraubenkopf abgerissen hätte. Da ist er auch schon lose. Dann haben wir den Krümmer gleich unten und den Auspuff weg. Und haben uns schon ein schönes Stückchen Platz gemacht. Und so soll es doch sein. Wie gesagt, ich will ja an die Köpfe rankommen. Da müssen die ganzen Dieselleitungen, Rücklaufleitungen und das natürlich auch weg. So, und der Auspuff kann weg. So, Teil Nummer 1. Kommt dann alles in die Maschinenhalle. Lege ich erst einmal auf Seite. Ja, im nächsten Schritt werde ich jetzt einmal die Wasserleitungen oben abbauen und das Wasser ablassen. Und dann geht es ja auch an die Ventildecke. Ach, die könnte man eigentlich gleich einmal runter machen. Wir haben ja so viel Werkzeug da. Ich finde es immer so spannend, einen Motor zu legen. Ich habe das selber noch nicht so oft gemacht, aber ich habe immer zugeguckt. Ich finde es immer spannend, wenn man dann reinguckt und sieht, was da innen alles ein wenig ist. Der 17. Gruß.
Ja, ist doch 17. Okay. Also die Dichtung unter die Ventildeckel wird auf alle Fälle neu müssen. Gehe ich schwer davon aus. Södele. Ja, also die Dichtung unter die Ventile muss auf alle Fälle neu. Quatsch, unter die Ventildeckel muss auf alle Fälle neu. Viel Dichtung ist da nicht mehr vorhanden. Manche können da mit Dichtmaß arbeiten, aber wenn ich schon bestelle und Teile bestelle, dann kann ich einen ganzen Dichtsatz bestellen. Weil hier drüben sieht man schon, dass sie komplett abgerissen. Und wenn, dann machen wir das schon gescheit. Könnten wir den Ölbadluftfilter noch mit runter machen. So. Auspuff und Ölbadluftfilter sind unten. Ja, meine Aggerschiene steht immer noch da. Die gehört da irgendwann einmal noch abgeschliffen und lackiert. Aber naja, eins nach dem anderen. Ja, ich habe mir jetzt einen Kanister geholt, jetzt muss das Kühlwasser ablaufen. Ich fange das immer auf. Erstens, man kann es normalerweise nochmal verwenden, wenn es nicht zu dreckig ist und verschmiert. Zweitens ist in dem da der Kühler dicht drin, weiß ich noch nicht, ob ich es noch einmal nutzen tue. Jetzt habe ich rein, dass der Riss da eigentlich zu bleibt, aber das hat nicht funktioniert. Ja. Außerdem, das ist ja normal was, das wird ja dann gesondert entsorgt. Und dann fange ich das auf. Das lässt mir schließlich nicht einfach in die Umwelt laufen. Also hier drüben muss ich den Hahn leider abschrauben. Den musste ich damals, der hat einen Bruch drauf, den musste ich verkleben, dass er dicht geblieben ist. Im Zuge meiner Motorüberholung soll der aber nach Möglichkeit auch wieder neu werden. Aber das wird sich zeigen. Mal gucken. Oh, da kommt gar nichts. Ist schon alles rausgelaufen. Na gut, es ist drüben durch den Block rausgelaufen. Also ich schätze mal, der Block wird oben auch leer sein, da ist kein Wasser mehr drin. Das war mir aber ziemlich klar. Dann lassen wir den da drauf. Södele, also ich habe jetzt die Kipphebelböck abgebaut, die Stößel rausgenommen, die Zylinderkopfschrauben aufgemacht. Die eine Einspritzdüse habe ich gleich komplett rausgenommen, weil die ist mir entgegengekommen. Die andere sitzt noch fest im Kopf drin. Ja, und so schaut das Ganze jetzt von oben aus. Machen wir mal ein Licht. Naja, leichte Spuren sind drin.
Und wenn nichts Tiefes, wie es scheint. Alles recht. Ölverrust, aber das ist ja kein Problem, das ist halt so. Ja, so schaut es auf alle Fälle oben aus. Einspritzleitungen habe ich ja vorhin schon alle runter gemacht. Tja, und die Köpfe habe ich ausgebaut. Von unten sehen die so aus. Da hätte ich jetzt fast gesagt, naja, eigentlich gar nicht so dramatisch. Aber ich habe ein Problem. Und das hat mir der Vater vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Hier außen sind sie auch gebrochen. Also da hat es damals richtig gearbeitet, da ist der Guss hier oben auch gebrochen. Das ist natürlich dumm. Ich hätte die gerne behalten. Aber die sind beide hier oben eingerissen. Das ist natürlich blöd. Da hat das Eis gearbeitet. So schaut es auf alle Fälle aus. Das sind die 27er Blöcke. Da steht's. 27. Eigentlich sind es keine schlechten. Das sind die besten, die auf dem Motor verbaut werden konnten. Aber natürlich, wenn die gerissen sind, dann ist das Ganze ein bisschen ungünstig. Naja, ich schau mal, was der Vater sagt. Die Entscheidung trifft dann eh, ob ich da neue brauche oder nicht. Der hat da mehr Erfahrung. Aber das wäre ärgerlich, wenn die weg müssten. Die hätte ich gerne behalten. Ja, die Ventile dreckverschmiert hier unten. Okay, das gehört dann gereinigt. Und dann wahrscheinlich die Ventile eingeschliffen. Dann würde der dahin schon wieder abdichten. Aber da oben, das ist nicht gut. Ja gut, damit ist das Tagesziel erreicht. Ich muss jetzt da noch in den Stall. Ein bisschen was ist wieder passiert. Eigentlich nicht einmal schlecht für das, dass ich es gemacht habe. Ohne Übung. Ich habe das jetzt leider nicht drauf, wie ich die Zylinderkopfschrauben aufgemacht habe. Ich hatte da dafür die Verlängerung und die 220er Nuss. Und auf der Verlängerung noch das Rohr. Aber naja. Im Endeffekt ist es ja schon mal nicht schlecht. Ja, und nun zum heutigen Schlusswort meines Videos. Also die Köpfe haben wir uns einmal angeguckt. Der Vater hat zwar gemeint, man könnte sie aufwendig schweißen lassen. Ich frage da trotzdem mal drüben den Schweißer in Melkendorf an. Heute habe ich leider keinen erreicht. Das ist Donnerstag. Ich war heute schon drüben. Der war aber unterwegs. Ich frage da an, wird allerdings problematisch, weil die werden sich beim Schweißen verziehen, die müssen auf alle Fälle geplant werden, neue Ventilsitze müssen rein, mal sehen. Ja, ich habe einen Block angeboten gekriegt, der angeblich frostfrei ist, habe ich auch Bilder jetzt dazu gekriegt, der stand bei Dortmund. War aber uninteressant für mich, man hat schon gesehen, am Froststopfen irgendwie hat die Stelle geschweißt ausgeschaut und obenrum hat er auch ausgeschaut, als wäre er gespachtelt worden oder was. Vermutlich auch ein defekter Block. Risiko zu groß. Ja, mein Motorblock zu schweißen, das habe ich heute mal einem von die Schweißer da drüben gezeigt gehabt, hat er gleich gesagt, also die Stelle zu massiv. Zu groß, also da geht nicht einmal mehr die Metallplatte drüber, das wird nicht dicht werden, das hat nicht viel Sinn. Ja, aktueller Stand, scheiße, richtig, scheiße. Den Block selber hat der Vater gestern noch angeguckt. Der Überstand von den Laufbuchsen ist zu gering. Der ganze Block müsste oben abgefräst werden. Kostenpunkt. Ja, rund 1000 Euro.
Ich brauche neue Büchsen, ich brauche neue Kolben. Die Kurbelwelle hat wahrscheinlich auch einen Datscher weg, weil wenn der Frost so gewütet hat, wie es jetzt ausschaut, ist die höchstwahrscheinlich genauso im allerwertesten. Ja, jetzt habe ich es heute mit meinem Vater noch einmal besprochen, dass ich den Bulldog auf jeden Fall retten will. Irgendwie. Vielleicht dann kompletten Teileträger kaufen oder irgendwas. Oder an der Farbe rein ist und meinen als Teileträger nutzen. Jetzt ist meinem Vater heute noch eine Idee gekommen. Der hat vor, naja, 15, 20 Jahren einmal bei über die Firma am Kramer K15 geschraubt. Die haben sämtliche Blöcke oder sämtliche Köpfe probiert. Der Block ist abgefräst worden, ist gemacht worden, neue Laufbuchsen, neue Kolben, neue Kolbenring, Kurbelwellen, Bläulocher und dergleichen und so weiter und so fort. Bloß der Bulldog muss damals massiv Probleme gehabt haben. Den hast du angelassen, 10 Minuten lang hat er nur blau geräuchert wie verrückt. Egal mit was für Köpfen, egal was dran gemacht worden ist. Hat 10 Minuten blau geräuchert und dann lief er einigermaßen rund. Ich habe jetzt vorher nochmal angerufen und habe da was in Erfahrung gebracht. Also den Schlepper gibt es wohl noch. Und es kann auch durchaus sein, dass noch Ersatzteile da dazu vorhanden sind. Der steht da mehr oder minder im Nachbarort. Tja, da habe ich jetzt da mal angefragt. Jetzt muss ich es nächste Woche noch einmal probieren, weil der Besitzer ist momentan auf Reha. Der kommt erst nächste Woche Mittwoch wieder. So wie es ausschaut, habe ich da aber ein Problem. Weil, ich habe ja die ganze Zeit schon mit am hin und her geschrieben gehabt. Von wegen, ja, was könnte man alles machen. Und wie ich es vorhin erfahren habe, die Dame am Telefon hat mir bloß gesagt, ja, also es ist irgendwie komisch, in letzter Zeit fragen so viele Leute an wegen dem Schlepper. Der ist noch vorhanden, aber sie versteht gar nicht, wieso so viele Leute da anfragen. Ja, mal sehen, was draus wird. Vielleicht habe ich ja da in der Hinsicht wenigstens ein bisschen Glück. Es wäre jetzt im Moment nach aktuellstem Stand, so wie es jetzt steht, wirklich das Einfachste, an Fahrbereiten Kramer K15 zu kriegen. Oder einen, wo der Motor noch läuft. Und aus zwei Schleppern dann einen zu bauen, weil nach aktuellem Stand, das wird mich ja Vermögen kosten. Wie gesagt, Blöcke, die du da angeboten kriegst. Ich habe jetzt einen gekriegt, aber das Risiko, der stand bei Dortmund, 400 Kilometer mal eben einfach so zu fahren, sich einen Block anzugucken und dann vielleicht wieder leeren Händen heimzufahren, macht nicht viel Sinn. Ein Block, der so ausschaut, wie der ausgeschaut hat, ist mir, wie gesagt, das Risiko nicht wert. Die Köpfe werden nach aktuellem Stand wie Gold aufgewogen. Also was du da so mitkriegst, puh, ja, Zylinderkopf so um die 250 bis 300 Euro. Ist schon ganz schön happig teilweise, also wo ich sage, ich, wie gesagt, werde jetzt noch einmal den Schweißer anfragen. Mal noch einmal schauen, was der jetzt sagt. Und je nachdem entscheide ich das dann. Und zur Not machen wir russische Methode, dann pappen wir das Zeug ein wenig drauf, machen den wieder einigermaßen dicht, dass er mal einige Zeit wenigstens noch läuft, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf. Vielleicht habe ich ja jetzt wirklich über die, wo der Vorderrotor gekannt hat, noch Glück. Vielleicht haben die noch, weil da müssen mehrere Motorblöcke und lauter Zeug muss rumliegen. Da muss einiges noch vorhanden sein. Und das ist jetzt einfach einmal die Möglichkeit, ich werde es jetzt einfach einmal versuchen. Ich werde nächste Woche dann am Donnerstag da einfach einmal nochmal anrufen, weiter anfragen. Vielleicht habe ich Glück, drückt mir die Daumen und dann wollen wir mal sehen. Ansonsten schaut es für den K15 eher schlecht aus. Weil, wie gesagt, das, was mir mal vorher jetzt vorher prophezeit hat, er hat es ja schon gesagt, 4.500 Euro für den Motor. Ich habe die ganze Zeit gehofft, vielleicht komme ich aus mit ein wenig Ventile einschleifen und neue Kolbenringe. Der Traum ist ausgeträumt. Das ist vorbei.
so massiv wie die Köpfe beschädigt sind. Hat auch bloß das Kühlerdicht die letzten Jahre dicht gehalten. Er hat schon gesagt, er kann sich schon mal in den Waschautomaten einschmeißen, aber garantiert ziffen die dann auch wieder raus. Tja. Und mal eben günstig, schnell an Ersatzteile kommen, ist eh schwierig. Ja, mit dem Block, den ich angeboten gekriegt habe, hätte ich mich dann auch ruckzuck entscheiden müssen. Das war mir ehrlich gesagt dann doch ein bisschen zu knapp. Alles zu heikel, wo ich dann sage, das ist mir das Risiko dann auch nicht wert. Ich probiere es jetzt dann mal, vielleicht kriege ich da noch Teile her. Und wenn nicht, dann muss ich auch mal gucken, wie ich weiterverfahre. Naja, keine schlechte Nachricht am Ende, aber mal sehen, vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle noch einen schönen Nachmittag und ich wünsche euch in diesem Sinne ein schönes Wochenende und man sieht sich beim nächsten Mal. Servus.